Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und trotzdem habe ich immer noch die Xenomorphobie und versuche an jeder Station zu speichern, wo es mir möglich ist. Besser ist das. Gut. Kann ich den aktivieren? Jawohl, Transit rufen. Von Interesse irgendwas hinter mir. Na gut, während das Ding hier ransaust. Oh. Da steht ein Androide. Gut, den nehmen wir noch mit, oder? Hallo? Freund oder Feind? Oh, du bist ja voll lieb. Na du? Ach, wahrscheinlich, weil das ganze System wieder korrekt läuft. Aha. Alles klaro. War ich da hinten schon? Da gab's nichts, ne? Gut, wir halten uns an das lineare Spielprinzip. Und fahren in unserem persönlichen VIP-Privattransit zum Apollo-Kern. Schwuppdiwupp, Ziel aktualisiert, gehen Sie zu Apollo-Kern. Und ein weiterer Abschnitt ist erfolgreich abgeschlossen. Na also, das wird doch. Ja, und ich bin wirklich gespannt, ob dann doch noch irgendwann mal das Erwachen kommt, dass die vielleicht mehr als ein Ei mit an Bord der Sevastopol geholt haben und dann vielleicht doch das Alien nochmal irgendwo auftaucht, weil in den letzten, ich hätte schon fast gesagt Spielstunden, ich habe es nicht mitgezählt, aber kämpfen wir wirklich nur gegen Menschen und Androiden. Und das eigentliche Highlight des Spiels? Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Alles klar, also Apollo ist eben der KI-Kern der Sevastopol, der quasi die Kontrolle über den ganzen Mist hier hat. Und ich werde nun einen Weg finden müssen, ins Untergeschoss zu kommen, um auf den Kern zuzugreifen. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Alles klar. Auf der Seite ist nichts. Dann geht es hier weiter. Was spricht die Karte? Die Karte spricht, lauf einfach weiter. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt muss ich meine ganzen Waffen ablegen, oder was? Caesar und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Jawohl. Na, was für ein Spaß. Aber, ja gut, Molotow-Cocktail und sowas habe ich noch. Das ist ja mal geil. Ihr Säcke. Zugangsfahrstuhl.
Apollo-Modul zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Ziel aktualisiert. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. So, warte mal. Ich bin jetzt wieder zu doof, um das zu schnallen, oder? Ah, hier. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Ja. Schalten Sie die Stromleiter aus. Also, gehe ich wo lang? Das habe ich jetzt irgendwie nicht geschnallt, ne? Geht's nicht weiter. Zugangscode eingeben. Zugangscode? Also nochmal. Ach so, warte mal. Ich bin da. Und da ist ein Schal. Ja, doch. Ah, 4930. Meine Güte, du. Das wäre wieder ein Ding gewesen, wenn ich danach 10 Minuten gesucht hätte, ne? Was steht da? Try to remember this time. Achso, was war's denn? 4903, oder? Ne, 3-0. 4-9-3-0. Ja, steht nicht umsonst da. Gut. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Also gehe ich erstmal nach rechts, wie ich dieses Spiel kenne, weil ich da bestimmt irgendwas deaktivieren muss. Das würde ich jetzt einfach mal so interpretieren. Schalten Sie die Stromleiter aus. Achso, nach links, aber gut. Wir gucken erstmal rechts in den Raum und sammeln fleißig Gegenstände. Schrott zum Beispiel. Nur zum Beispiel, sondern nur Schrott. Und es geht auf die andere Seite. Was war das? Ach, die Lichter gehen an. Alles. Die guten alten Leuchtstoffröhren. Was? Bewegung? Da war Bewegung. Bewegung, Bewegung und ein Audiolog. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich... Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang halten. Ordentlich den Marsch blasen. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Gut, ist echt ein bisschen doof, wenn du das eine aktivierst, dass er dann das andere weiterlaufen lässt oder wie auch immer. Angeblich habe ich Zeitdruck. Ob das ein richtiger Zeitdruck ist, man weiß es nicht. Es reicht aber auf jeden Fall zum Speichern. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach, das Spiel setzt mich nur wieder künstlich unter Druck. Ich weiß es doch. Oh, da sieht's heiß aus. Wie geht's los? Komm ich da nicht durch? Gut, nach links muss ich, ne? Stimmt's oder habe ich recht? Rechts war aber auch irgendwas. Schalten Sie die Turbinenbelüftung aus. Alles klar. Ach so, jetzt komme ich ja noch nicht rein. Logisch. Ist doch klar, wusste ich doch. Piepsen kommt da unten. Das ist wahrscheinlich der Apollo-Kern. Oder Teile davon. Und da läuft der ein oder andere Androide durch die Gegend. So, Sicherheitszugangsgenerator. Jawohl, da sind wir noch fit.
Ja, und der verändert sich tatsächlich jedes Mal, wenn wir draufgehen. Siehst du, jedes Mal andere Symbole. Tatsächlich. Mensch, diese Technik. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Oh, das war auch ein Ding, nicht wahr? Das ist bestimmt voll wichtig. Ja, hier ist ein Terminal. So, das ist das. Da ist nichts. Audio ist Fehler, Zubehör ist Fehler. Hat sich ja gelohnt. Die Musik? Musik sagt ja mal gar nichts Gutes, ne? Diese dramatische Musik ist eigentlich immer ein Zeichen für Gefahr. Ach, weil das Ding wieder läuft. Ach, ich muss tatsächlich dahin rennen in der Achso, schalten Sie die Turbinenbelüftung aus, oder machen? Ja, tatsächlich. Ich muss tatsächlich dahin rennen und in einer gewissen Zeit da durchkommen. Alles klar. Na gut. Learning by doing.